Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Pasinger Fabrik zu einer Preview unserer nächsten Ausstellung, zu einem kleinen virtuellen Rundgang an der Seite von den Rolling Stones, die Sie neben mir sehen. Wir hatten letztes Jahr eine wunderbare Ausstellung hier in der Pasinger Fabrik, One Day in Life, die Beatles in Munich, mit dem Rockmuseum, eine spontane Ausstellung damals anlässlich des Lockdowns. Wir haben ganz kurzfristig eine tolle Ausstellung suchen müssen für die Pasinger Fabrik hier in München. Das war ein Riesenerfolg und wir mussten diese Ausstellungssequenz fortsetzen mit einer zweiten Serie jetzt an der Seite des Rockmuseums, die uns hier als Partner die Ausstellung ausgestattet haben. Eine neue Ausstellung aus der legendären Rockgeschichte Münchens, die Rolling Stones hier in München mit dem Rockmuseum und mit Herbert Hauke, dem Kurator dieser Ausstellung, den ich jetzt an die Seite von den Rolling Stones und mir bitten darf. Herzlich willkommen, Herb. Er hat uns diese Ausstellung gestaltet mit unglaublich vielen Exponaten, mit Bildmaterial, mit Zeitungsausschnitten und mit legendären Erinnerungen an die Rolling Stones, vor allem in München. Und mit Ihnen machen wir jetzt einen kleinen Rundgang, damit Sie, bevor Sie wieder live in die Pasinger Fabrik können, hoffentlich bald schon mal einen ersten Eindruck, einen Geschmack haben auf diese Ausstellung, die wir dann, sobald es Corona zulässt, hier wieder öffentlich zugänglich machen werden und dann bis Ende Juli, vielleicht bis August oder sogar September hier zeigen werden. Herr, erklär uns ein bisschen was über diese Ausstellung. Ja, die Ausstellung besteht aus drei Gewürzen: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Nein, Spaß beiseite. Die ganze Geschichte ist konzipiert als Zeitreise. Wir beginnen in den 60er Jahren und legen den Schwerpunkt auf das Konzert im Zirkus Krone 1965 in München. Da lief noch alles friedlich ab, da sind irgendwie 14 Schirme kaputt gegangen und drei Brillen. Aber kurze Zeit danach hat es dann in Berlin gekracht, da wurde die ganze Waldbühne zerlegt. Und thematisch gehen wir dann bis in die heutige Zeit, denn das Phänomen ist ja, beginnend mit den ersten Tönen von Satisfaction im Jahr 65, haben sich die Rolling Stones ja jetzt mit Ghost Town, Corona aktuell, immer noch in den Hitparaden platziert. Und das ist natürlich ein Phänomen, sechs Jahrzehnte einer solchen Band zu beleuchten. Und ich kann euch sagen, da war einiges los und das zeigen wir euch in der Ausstellung. Die Rolling Stones und ihre Musik sind ja praktisch die Filmmusik zum Leben ganzer Generationen. Hier in der Ausstellung beginnen wir praktisch mit den sozusagen wilden Zeiten, als überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem ganzen Swing und Schlager, die neue Musik kommt, der Rock'n'Roll. Die Rolling Stones selber haben ihre Wurzeln im Rhythm and Blues gefunden. Das war ihre Strömung, aus dem haben sie dann ihre Musik entwickelt. Und so geht es also los hier. Sie werden dann angekündigt, sie kommen 1965 nach München. Die Stones-Fans sind gespannt. Und hier haben wir dann eine Wegstrecke, auf der wir viele Dinge erzählen, was in den 60er Jahren passiert ist und was natürlich auch den Rolling Stones passiert ist in dieser Zeit. Eine Menge von Skandalen, Drogengeschichten und natürlich auch Tragödien wie dem Tod von Brian Jones. Die Ausstellung ist begleitet auch von Instrumenten dieser Zeit, von einem Schlangenledermantel von Keith Richards. Wir beleuchten insbesondere den großen Krawall, die Mutter aller Revolutionen sozusagen in Deutschland, der Krawall in der Waldbühne in Berlin und eigentlich beginnend oder aus der Folge entstanden dann die Studentenunruhen, all diese ganzen berühmten Sachen, die wir unter dem Begriff die wilden 68er kennen. 1969 wird jemand direkt vor der Bühne bei einem Konzert der Rolling Stones ermordet. Kurz nach dem Woodstock Festival kann man es das Ende der Hippie-Träume nennen und somit die Zäsur, das Ende der 60er Jahre mit sehr, sehr traurigen Ereignissen. Im zweiten Teil der Ausstellung beginnen wir mit den 70er Jahren und hier ist es natürlich insbesondere so, dass die gesamte Rock-Entwicklung sich völlig anders gestaltet in Form von großen Konzerten. Die Musik wird über Nacht populär, die Platten verkaufen sich millionenfach. Und wir werfen hier ein Schlaglicht auf diese Zeit. Und natürlich entstehen auch in der Zeit sehr wichtige Platten der Rolling Stones, wie hier zum Beispiel Exile on Main Street, als sie aus Flucht vor der Steuer nach Südfrankreich gehen und aus meiner Sicht eines ihrer besten Alben, also in dem Fall eine Doppel-LP, aufnehmen. Es wird hier beleuchtet die Geschichte des Albums Goat's Head Soup. Auch ein schöner Name, Ziegenkopfsuppe. Und natürlich vielleicht einer der größten Meilensteine in der Rockgeschichte,
Das Album gestaltet von Andy Warhol für Sticky Fingers mit dem legendären Reißverschluss, eine Geschichte für sich und eine absolute Ikone. Und über die 70er Jahre bewegen wir uns dann in die Konzerte der 80er Jahre und haben aber in einem Rückblick auf die 70er Jahre noch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ja, ein sehr wichtiger Punkt in der Ausstellung ist eine kleine Installation, denn man glaubt es kaum, aber München war einmal der Rocknabel der Welt. Und zwar durch die Musicland Studios und ihren Produzenten Mack. Alle großen Bands haben hier ihre Alben aufgenommen, von Queen bis die Purple, aber natürlich auch die Rolling Stones. Und somit zitieren wir diese kleine, enge Studioatmosphäre, wie man sich's gar nicht mehr vorstellen kann, unter der hier die Bands produziert haben, die natürlich gerne nach München kamen, nicht nur wegen dem tollen Studio, sondern in München, da gab es ein gutes Bier und da gab es natürlich auch die Munich Girls. Im letzten Teil der Ausstellung geht es praktisch von der Entwicklung 1982 und man kann sich's kaum noch vorstellen, ein volles Olympiastadion, damals mit sicherlich fast 90.000 Leuten, alle ohne Abstand, alle ohne Maske. Und natürlich der große Bogen der Zeit, 1965 waren die Rolling Stones im Zirkus Krone für 6,90 Mark Eintritt. Sie kamen nochmal im Jahr 2003 zurück in den Zirkus Krone, aber da waren die Schwarzmarktpreise schon bei 3.000 Euro und da war auch der normale Stones-Fan nicht mehr gefragt, da waren es schon die Schickimickis und die Adabais. Aber das ist eben der Wandel der Zeit. Wir präsentieren dann hier natürlich zur Ausstellung auch wieder sehr interessante Exponate, wie diese sogenannten goldenen Schallplatten. Wir werden das Ganze untermalen mit Filmvorführungen, mit parallel stattfindenden Kinoabenden und letztendlich auch noch einem Live-Konzert mit einer wirklich super geilen Stones-Band. Also ich denke, ihr solltet euch das einplanen. Ein Besuch lohnt sich. It's only rock'n'roll, but we like it. Ja, Herr Wirt, vielen Dank für die kurze Einführung, für diese kleine Preview in der Pasinger Fabrik hier in unserer Galerie. Wir hoffen natürlich sehr, sehr inständig, dass wir wieder bald Publikum hier im Haus haben werden, um diese tolle Ausstellung dann wirklich live präsentieren zu können, mit Musik, mit vielen tollen Videos, mit dem Musicland Studio und den vielen Fotos und Plakaten, die wir hier überall sehen. Und wir werden bis dahin auf unserer Webseite www.pasinger-fabrik.com regelmäßig auch über die Ausstellung berichten. Nächste Woche auch nochmal ein Live-Interview, ein längeres. Übernächste Woche den zweiten Teil der Ausstellung präsentieren, Magic Moments of the Rock'n'Roll mit Fotos von Didi Zill. Und in den folgenden Wochen noch weitere Berichte, in der Hoffnung, dass Sie bald wieder zu uns kommen können und wir hier gemeinsam dann auch die Vernissage nachholen dürfen. Ein Rahmenprogramm übrigens mit Filmen und auch mit einem Rock'n'Roll-Konzert mit einem Tribute an die Rolling Stones am 24. Juli im Ebenbergpark werden das Ganze noch abrunden. In diesem Sinne alles Gute und hoffentlich bald in der Pasinger Fabrik. Ciao, Servus.